Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, am Samstagnachmittag hier auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Und nun freue ich mich ganz besonders, am Stand von ACME zu stehen. Ich spreche mit Alessandro Bonopane. Ja. Ganz herzlich. Er kann wenig Deutsch, deswegen haben wir einen Übersetzer dabei. Und das ist auch ein bekanntes Gesicht, Romano Mölter. Ihnen allen erstmal ein herzliches Willkommen bei uns und vielen Dank, dass Sie uns die Neuheiten vorstellen wollen. Danke. Ja. Bye. Allora, anche quest'anno siamo alla Fiera di Norimberga. Per noi è la 15ª volta su 18 anni di vita della società e abbiamo portato un numero interessante di modelli che riteniamo interessanti non solo per il mercato italiano, ma anche per il mercato estero e tedesco in particolare. Wir sind zum 15. Mal dieses Jahr in Nürnberg auf der Spielwarenmesse und Danke. Haben wieder viele Neuigkeiten mitgebracht, besonders auch für den internationalen und deutschen Markt. Und da geben Sie mir ja gleich das Stichwort deutscher Markt. Das ist ja auch wahrscheinlich sehr interessant für Sie. Was können Sie uns denn erstmal jetzt an den internationalen Modellen zumindest erstmal vorstellen, was auch ganz interessant für uns wäre? Dei modelli internazionali, qual è quello più interessante per il mercato tedesco? Allora, per i treni internazionali sicuramente uno dei modelli più interessanti è l'Intercity F-Zug metropolitano, che era un treno che è stato utilizzato negli anni 70 per la prova delle carrozze Eurofima e quindi particolarmente importante perché è stato utilizzato sulle relazioni che andavano da Milano verso la Germania, sia Milano-Norimberga sia soprattutto Milano-Francoforte, proprio come treno Ticino. Der Metropolitano, das war ein internationaler Zug. Das ist der UIC-X zweiter Klasse, der BM 234. Und es waren auch italienische Wagen dabei, aber das sind jetzt die Wagen, die wir dieses Jahr neu aufgelegt haben für diesen Zug. Und Frage jetzt, gibt es den Zug noch komplett so zu kaufen oder sind das Einzelsets? Es ist ein Vier-Wagen-Set und dann kommen noch weitere dazu. Con due carrozze sperimentali Eurofima inedite fino adesso che riproducono tutte le caratteristiche che hanno i modelli e le carrozze vere. Im Vierwagen-Set sind zwei BM und zwei Eurofima-Prototypen, ein italienischer und ein deutscher, mit all den Details, die genau diese Wagennummern auszeichneten. Ich bin mir auch ganz sicher, dass es so ist, weil es gibt ja viele Eisenbahnliebhaber, die immer nach bestimmten Wagennummern suchen, auch ganze Züge so zusammenstellen. Genau, das sind alles Einzelgänger di Eurofima. Sempre per quanto riguarda il mercato internazionale, un altro treno interessante, molto più moderno, è l'Alex Train, che noi abbiamo voluto riprodurre in due set che relativi alla sezione Monaco-Off oppure Monaco-Praga. E in questo treno abbiamo le carrozze dell'Alex nella vecchia edizione, le carrozze Alex nella nuova livrea e soprattutto delle carrozze ceche. Wir haben den Alex-Zug dieses Jahr und insbesondere die italienischen Wagen, die jetzt beim Alex fahren, dann sind noch tschechische und die deutschen dabei. Das sind die italienischen Z1-Wagen und dieser ist besonders umgebaut worden mit Fahrradabteil und erster Klasse extra für diesen Zug. Der hat ja auch hier so eine wunderschöne Bedruckung, das ist ja richtig super. Grazie, danke schön. Quel tipo di lavoro è stato fatto riproducendo la carrozza e l'abbiamo appena la carrozza è uscita dalle officine siamo corsi a fotografarla e poi abbiamo dovuto ricostruire tutto diciamo sul computer. Ja, wir haben den Wagen damals so aufgelauert und gewartet, dass er aus der Werkstatt kommt, weil er uns gefehlt hat und dann eben am Computer die ganze Bedruckung neu aufgestellt. Wie viele Wagen gibt es dann im Set vom Alex? Es sind zwei Wagensets. Das ist ja auch ein interessanter Zug, der ist ja auch in Deutschland sehr bekannt, der Alex. Ich meine, das ist ja nicht nur irgendeine Firma, aber für mich war es jetzt mal neu und interessant, dass er nach Italien fährt. Ja, das sind italienische Wagen. Der Zug fährt über Bamberg und Prag, aber Netinera hat diese Wagen aus Italien bezogen und sie sind auch in Deutschland als Abteilwagen sehr gut angekommen. So, die nächste Neuheit wäre dann?
Beh, a questo punto la novità importante sicuramente per il mercato tedesco è la locomotiva Knödelpresse, la classe 180-230, che abbiamo realizzato partendo proprio dai disegni originali della Skoda. Die große Lokneuheit für Deutschland dieses Jahr ist die Reichsbahn 230, später die B180, die Knödelpresse, die wir von den Original Skoda Zeichnungen konstruiert haben. Das ist ja auch eine Lokomotive, wo die deutschen Lokfans wirklich drauf warten, denke ich mal. Die Knödelpresse, ja. Das ist Kultlok, Kult. Ja, ja, absolut. Das war ein Modell, das für uns fällig war. Und da sind wir wie immer ganz schnell eingestiegen. Wann kommt die Lok in den Handel? Ist ja schon ein Handelsmuster, ne? Also ja, also der Lokkasten ist schon definitiv. Die Stromabnehmer bitte nicht anschauen. Die sind noch provisorisch. Wir hatten nichts anderes für die Messe. Und ja, ich hoffe mal für die Messe in Leipzig. Messe in Leipzig? Sì. Da gucken wir uns an. Il modello che noi abbiamo scelto attualmente è la classe 180 ed è quello che diciamo è ambientabile negli anni 90, sia prima dell'inizio della Debiaghe. Successivamente pensiamo anche di riprodurre l'altra macchina nella versione originale, che peraltro serve anche per i treni che abbiamo fatto in precedenza ed in particolare l'Express Progress fatto con le carrozze Comfort Wagen, che sono state una novità che abbiamo presentato qualche anno fa. Die Lok ist also ursprünglich wird sowohl DBAG produziert als auch in der Ursprungsversion der Deutschen Reichsbahn und passt da hervorragend zu unseren früheren Komfortwagen, die wir vor einigen Jahren gebracht haben. Für den Progress, das ist genau die richtige Lok dafür. Nicht nur das, denke ich. Ja, sicher. So, die nächste Neuheit haben wir noch. Sempre continuando sul mercato tedesco, abbiamo speso molto per fare tutte le nuove carrozze X per i treni espressi. È una scelta che abbiamo fatto perché moltissimi dei treni internazionali che arrivavano in Italia avevano le carrozze tedesche e quindi vedendole siamo diventati anche noi a nostra volta appassionati di carrozze tedesche e quindi li abbiamo volute annunciare, sono uscite già nella versione verde e usciranno invece nel corso del secondo semestre nella versione Ocean Blau Beige. Ja, die UX-Wagen, die wir vorher gesehen haben, gibt es natürlich in anderen Varianten. Wir haben auch den ABM, den Halbgepäckwagen BDMS und den Liegewagen. Und in verschiedenen Varianten werden wir die jetzt alle demnächst auflegen. Sowohl Ozeanblau-Beige wie im originalen Grün und Blau und durch alle Epochen hindurch. So. Wow. Questa è un'altra cosa, questa è una novità importante per la storia delle ferrovie perché è stata una delle prime locomotive elettriche costruite, è una macchina costruita nel 1927, uno dei primi esperimenti fatti per la corrente continua e abbiamo fatto la scelta di produrla dopo un lunghissimo periodo di riflessione. Ja, es ist die erste italienische Gleichstrom E-Lok, also es ist 1927 in der Pionierzeit der E-Loks. Es hat uns lang gebraucht, bis wir die Lok realisiert haben, aber es hat sich gelohnt. Fährt die noch in Italien? Absolut, Sonderzüge nach wie vor. Und also ist im Regelbetrieb vor 20 Jahren ausgeschieden, aber es gibt noch genügend, die Sonderzüge fahren. Als Museumslok oder? Als Museumslok. Ja. Wunderbar, wir wollen es noch mal anschauen. Es ist unglaublich ein toller, das ist ja eine Lok. Man sieht ja auch wunderschön diese Detaillierung. È una macchina molto impegnativa, abbiamo speso parecchio tempo per fare tutti i disegni, siamo ancora nella fase non definitiva, ci saranno alcune correzioni che verranno fatte sul modello, pensiamo però di essere sul mercato con il primo numero, che è una locomotiva in epoca 3, nel mese di giugno-luglio, quindi nell'estate. Es war eine sehr aufwendige Lok, sowohl von der Konstruktion als auch vom Formbau. Hat viel Zeit gekostet, aber wir hoffen, Juni, Juli dieses Jahres im Handel zu sein. Da kann man auch den deutschen Freunden, die italienische Fahrzeuge oder Lokomotiven betreiben auf ihren Lagen, das gibt es ja tatsächlich. Es ist eine tolle Lok. Ja, die Lok hat einen großen Wiedererkennungswert, weil die in Italien
fast 70 Jahre lang ununterbrochen gefahren ist. Jeder hat sie gesehen, der einmal in Italien im Urlaub war. Ja, genau. Kannst du Ihnen nochmal was zurückübersetzen? Und zwar, ich kenne ja schon aus Bildern sehr viele italienische Lokomotiven. Sie sehen ja alle ein bisschen sehr martialisch, etwas wuchtig aus, groß. Ist das schon immer so gewesen? Dice, conosce diverse locomotive italiane, sono tutte un po' marziali e massicce, è stato sempre così? Sì, le macchine costruite prima della guerra sicuramente hanno tutte un'immagine possente, sono macchine molto grandi, molto alte e che sono effettivamente possenti, marziali. Poi dopo, con le macchine articolate, le forme si sono un po' allungate e diciamo anche esteticamente le macchine sembrano decisamente più simpatiche, più carine. Ja, die Vorkriegsloks waren alle wuchtig und hoch und ja, richtig schwer. In der Nachkriegszeit dann mit den typisch italienischen Gelenkloks wurden die Formen gefälliger. Ja, das waren ja eigentlich schon im Großen und Ganzen die wichtigsten Neuheiten von ACML, die wir vorstellen durften. Richtig? Richtig. Da bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für diese kurze, aber knackige Vorstellung. Und ich denke, wir werden auch im nächsten Jahr oder vielleicht auch in Leipzig uns wiedersehen. Gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und wie sagt man? Arrivederci. Arrivederci. Dankeschön. Dankeschön. Das war's, liebe Zuschauer, unsere Live-Übertragung hier vom Stand von ACMA. Sie haben also die wichtigsten Neuheiten kennenlernen dürfen. Und ich denke, das war auch für Sie mal ganz interessant und auch ein wenig exotisch. Ich verabschiede mich von Ihnen für heute und auch für den Rest der Tage und Woche und wünsche Ihnen alles Gute. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ihr Frank Puttig. Tschüss.